Ja, kurze Sache noch, ist mir gerade aufgefallen, mega Fail. Ich habe mit dem Account hier tatsächlich, das ist ja mein neuer YouTube-Account, der ist auch noch nicht lange bestehend, Justin tatsächlich noch nicht abonniert. Das werden wir jetzt gleich mal nachholen. Hau noch ein Like mit drauf. Wie gesagt, mit meinem Hauptaccount folge ich ihm schon, Gott, weiß ich nicht wie lange. Ja, ist mir gerade beim Schneiden des Videos aufgefallen. My Fail! Einen wunderschönen Donnerstagmorgen, meine Lieben. Ja, lange war jetzt kein Video gewesen. Das Problem war, dass ich eine Knieoperation gehabt habe. Und deswegen hat das etwas länger gedauert. Ich kann jetzt langsam wieder anfangen zu sitzen. Deswegen sitze ich auch ein bisschen tiefer, weil das Bein ausgestreckt sein muss. Ich habe letztens einen Stream gesehen, beziehungsweise einen Videoausschnitt von Justin 2000 € Shopping-Stream von Farfetch. Ich glaube sogar, dass das gesponsert gewesen ist. Ich habe das Video tatsächlich noch nicht angeguckt. Ich muss das gerade noch ein bisschen vorrendern lassen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich mega auf das Video. Die, die mich kennen, wissen, ich bin absoluter Justin-Fanboy. Also ich muss sagen, ich feiere Justin extrem. Ich gönne ihm den Erfolg auch von Herzen. Und ja, es wäre jetzt nicht gelogen, wenn ich sage, dass er für mich auch ein gewisses Vorbild ist. Deswegen, ich freue mich auf das Video. Ich bin echt gespannt, was er geshoppt hat. Ich habe es mir extra noch nicht angeguckt, weil ich mich überraschen lassen möchte und diesen Wow-Effekt haben will. Und ja, ich würde sagen, wir starten. Let's go. Peace Leute und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute gibt es mal wieder, ja, zwei Videos in Folge, ein Fashion Pack Opening und zwar in Kooperation tatsächlich mit Farfetch. Ja? Ja, es ist passiert, ein Traum von mir ist in Erfüllung gegangen, deswegen blende ich auch liebend gerne Werbung ein. Sei ihm gegönnt und ich würde sagen, wir machen es sogar mal ein Vollbild. Farfetch, also ich habe es im Stream schon erzählt, hat mich ja, bei denen für eine gewisse Summe kostenlos shoppen lassen. Da habe ich hier gedacht, komm, schlage ich dir mal zu. Die ganzen Sachen sind aus der Spring Summer 2020 Kollektion, also jetzt alle neueste Kollektion. Okay. Und da habe ich ein bisschen geshoppt live im Stream. Wer mich nicht auf Twitch verfolgt, der kann das gerne tun. Jeden Tag außer samstags um 18 Uhr online und da kommen ab und zu auch Shopping-Streams und ja, ihr seht schon, ich war fleißig. Bevor ich aber anfange, euch die Sachen zu zeigen, noch ganz kurz, ich habe mit Farfetch ausgemacht, dass es einen 10% Rabattcode für Neukunden gibt. Das heißt, für Neukunden. Lassen wir auch drinne. Ich gönne ihm das. Ich wünsche dir alles Gute, Brudi. Gönn dir. Neue Accounts, den habt ihr hier eingeblendet, den schreibe ich euch auch nochmal in die Videobeschreibung. Das heißt, wenn ihr da bei Farfetch bestellt, bekommt ihr 10% Rabatt und das ist bei 2000 € schon halt 200 €. Mathe-Genie. Uff, das ist dieser andere geflexte 3000er IQ. Und deswegen schadet es nicht. Deswegen checkt auf jeden Fall Farfetch ab. Geisteskrank schnell Versand, alles war innerhalb von 2 Tagen da. Das kommt aus. Ja, muss ich auch sagen, ich habe mir drei Sachen bei Farfetch bestellt, bei zwei verschiedenen Online-Shops. Das, was aus Deutschland kam, kam innerhalb von, ich glaube, nicht mal 20 Stunden. Das zweite kam aus Italien. Innerhalb von, ich glaube, 30 Stunden war das da gewesen nach Bestellung. Also absolut krass. Und das ist 5 €. Mega. Ganz Europa versendet manche Sachen, glaube ich, auch aus Amerika. Und es ist alles innerhalb von 1 bis 2 Tagen da. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Farfetch immer ein sehr, sehr professionelles Shopping-Erlebnis. Noch nie Probleme da gehabt. Sage ich euch ehrlich, das ist so. Ich würde niemals mit jemandem eine Zusammenarbeit machen, wo ich negative Vibes hatte. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass es jetzt geklappt hat. Das erste Produkt habt ihr bei mir schon auf Instagram gesehen. Ja, ein T-Shirt von Misbehave. Die aufmerksamen Zuschauer wissen, dass ich schon letztes Jahr im September oder Oktober mich ein Cowboy-Hoodie gekauft hatte für Misbehave. Ja, das ist das T-Shirt. Das ist auf jeden Fall einfach ein Batik-T-Shirt. Gut. Ist jetzt nicht so ganz mein Fall, muss ich ehrlich gestehen. Sowas, ja, kann man sich drüber streiten. Der Colorway an sich ist nicht schlecht. Das Muster finde ich jetzt ein bisschen so 0815. Ohne dass das jetzt böse geflext wird oder ist. Aber der Smiley wird halt auch von vielen, sagen wir mal, Billigfirmen verwendet. Deswegen, mein Fall wäre es jetzt nicht. Ich glaube aber zu geilen Sneakern, sogar, oder zum Beispiel auch Air Force One mit einem Reflective Swoosh, würden die sogar ganz cool aussehen, oder das T-Shirt. Wie gesagt, mein Ding ist es jetzt nicht so ganz, aber gönn dir. Mit einem gelben Smiley drauf. Was steht vorne überhaupt drauf? Eternal? Eternal. Ja, Eternal Dream. Unendlicher Traum. Also Leute, das ist T-Shirt Nummer 1. Sehr, sehr nicer Schnitt. Also selten so gute T-Shirt-Schnitte gesehen wie bei Misbehave. Ich habe da jetzt eine große M genommen, das fittet nice oversized, hat gute Drop Shoulders, ein bisschen weiter und so. Sehr, sehr, sehr geiles T-Shirt. Misbehave, eine Marke aus Polen, aus Warschau und ne, support your European. Ne. Ich
Ich glaube, er wollte sagen, dass man seine europäischen Nachbarn supporten soll. So, T-Shirt Nummer 1. Kommen wir zur nächsten Sache. Und zwar haben wir hier eine Heron Preston kurze Hose. Kurze Hosen für den Sommer, natürlich immer essentiell. By the way, verschickt Farfetch auch immer in so nice Boxen, die ihr selber wieder zumachen könnt mit Retourenschein und so schon drin. Das heißt, es ist auch super problemlos. Muss ich auch sagen, ist absolut mega geil. Der Support ist auch absolut super freundlich. Also, wie gesagt, ich meine jetzt hier keine Werbung oder sonstiges, aber ich muss sagen, meiner Meinung nach, alles richtig gemacht, die Jungs. Und wie gesagt, ihr habt das Einzige, was man darauf hinweisen muss, wenn man die Sachen zurückschicken möchte, muss man es per DHL Express machen. Oder man kann sich auch das abholen lassen. Also zu bestellen, zurückzuschicken und so weiter. Ja, wir kommen mal zur Hose. Und zwar ist das aus so einem Ripstoff. Ich bringe ja im Sommer bei Peso auch so eine cremeweiße Hose in so einem Ripstoff raus. Natürlich jetzt nicht ganz so krank gerippt. Bei mir gehen die Rips auch so nur nach unten. Das hier ist jetzt eher so horizontal. Der Undercover Werbeboss ist am Start. Horizontal und vertikal. Ja, aber die hat mich sehr an die Peso-Hose erinnert. Nee, aber deswegen habe ich gedacht, ist es auch nice, dazu in demselben Style, jetzt bis auf diese Kordeln hier, eine passende kurze Hose zu haben. Natürlich hat die vorne. Persönlich muss ich sagen, ich bin sehr großer Heron Preston Fan und auch, wer mich kennt, Off-White Fan. Deswegen, ich feiere diese Hose. Ich bin gerade dabei, mir so eine ähnliche zu bestellen, allerdings in schwarz und mit einem anderen Print unten drauf, weil es die nicht mehr in meiner Größe gab. Bei Heron Preston ist es immer so eine Sache mit den Größen, wie das ausfällt. Es gibt einige Sachen, die fallen extrem groß aus, selbst wenn sie slimfit sind. Dann gibt es ja Sachen, die sind oversized, fallen aber sehr klein aus. Also das ist ein bisschen tricky. Ich muss sagen, der Colorway von der Hose ist sehr geil. Ich habe die Hose tatsächlich im KDW schon in Real gesehen. Es ist kein komplett weiß, es ist so, ja, es ist ein cremeweiß. Und der Stoff fühlt sich mega an. Wie gesagt, ich bin selber noch auf der Suche danach. Leider ist sie momentan relativ in fast allen Shops ausverkauft in meiner Größe, deswegen ja, muss ich mal gucken. Retail liegt die, glaube ich, auch irgendwo bei 250 oder 300 Euro sogar. Also ist nicht ganz billig, aber auf jeden Fall ein nicer Stoff. Hier ein Print drauf, ist vom Stil her eigentlich auch ganz anders, aber mir hat halt die Farbe gut gefallen und der Stoff, weil das so ist, so ähnlich ist wie die von Peso. Und das ist jetzt eine Größe S, glaube ich. Und ich denke, die wird aber auch eigentlich... Eine S? Okay, das ist krass. Perfekt passen. Ja, das war die erste kurze Hose, die ich euch heute zu zeigen habe, von Heron Preston. Kommen wir zu Paket Nummer 3. Das habe ich selber noch gar nicht aufgemacht, um zu gucken, ob es überhaupt passt. Ah, Farfetch klebt da immer so Sticker drauf, woher die Pakete kommen. Hier war eben als Großbritannien, das ist auch wieder Polen. Logischerweise, weil es wieder Misbehaved ist. Misbehaved auch immer sehr, sehr nice Qualität, Alter. Merke ich gerade. Okay, das ist wieder eine kurze Hose. Passt. Okay, da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, wenn ich das jetzt in Kombination mit dem T-Shirt sehe, muss ich wieder sagen, da sieht das T-Shirt dann doch nicht ganz so schlecht aus, weil die Hose den gleichen Colorway, glaube ich, hat. Mit dem T-Shirt, ich weiß nicht, ob ich es jetzt zusammen anziehe, ob das too much ist, müsste ich dann mal gucken. Aber hier auch überall dieses M vom Misbehave-Logo draufgestickt, selbe Batik-Waschung. Finde ich jetzt nicht. Also ich muss sagen, ich finde die Hose tatsächlich vom Colorway her besser so und auch mit dem Muster drauf. Gut, kann man sich jetzt überstreiten, ob man das mag oder nicht. Ich persönlich finde es besser als das T-Shirt, also ist meine Meinung dazu. In Kombination kann man das auch anziehen, könnte bei manchen Leuten too much werden, aber ich denke mal bei seinem Style, wenn er so ein bisschen so iced out mit dabei ist, ist das ganz nice. Sehr, sehr nicer Farbton und ja, das ist so eine Sweat-kurze Hose. Ne? Also so langsam bin ich für den Sommer auch nice eingedeckt mit kurzen Hosen. Bei Peso dieses Jahr keine kurzen Hosen, weil ich gedacht habe, wir konzentrieren uns lieber auf das, was wir am besten können, und das sind Trackpants und Cargos. Vielleicht wird für nächstes Jahr dann wieder eine kurze Hose in Angriff genommen. Ja, und bitte, lieber Justin. Aber da muss. Bitte auch für Leute, die groß sind, also in XXL, weil. Uns gibt's auch noch. Und dann länger dran driften, damit die auch krass wird. So. Weil kurze Hose, ich wollte jetzt nicht einfach so eine random Sweatpants rausbringen. Also die ist jetzt nicht random, weil die überall so geile Sachen draufgeschickt hat. Deswegen, ja, das war Paket Nummer 3 mit einer Sweatpants. Zweite Sache von Misbehave. Kommen wir dann als nächstes zu... Hey, ich weiß es selber noch gar nicht. Browns Fashion ist das Paket. Ja, hier auch wieder. Ihr seht, aus Großbritannien diesmal das Paket. Es müsste, glaube ich, ein Casablanca-Hemd sein. Wenn ich mich recht entsinne.
Bären. Ah, genau. Und zwar, ja, dann haben der Livestream und ich ausgemacht, dass wir meiner Freundin noch was holen. Ne? Auf Farfetch-Snacken. Der Gönnboss auf anderen Nacken. Ja, wir haben hier Off-White-Ohrringe mit so Steinen drin. Das sind jetzt keine VVS oder so, ich weiß gar nicht, was da überhaupt, was das für Steine sind. Auf jeden Fall glitzern die und das sind Off-White-Ohrringe, dieses Off-White-Kreuz. Und ja, ich wollte eigentlich, also es sind ein paar Sachen anders als im Stream gedacht. Einfach weil das die letzten Sachen waren und die mir dann vorher weggekauft wurden. Dann habe ich mit Farfetch ausgemacht, dass ich doch nochmal umswitche. Deswegen ist es hier ein kleiner Überraschungsmoment für die Leute, die im Stream dabei waren. Ich hatte hier auch eigentlich noch so eine Off-White Radlerhose bestellt, weil ich die ganz nice finde bei Frauen. Also hört sich jetzt weird an. Ja, ich habe diesen Trend auch schon gesehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es nicht ganz so dolle. Also, es ist jetzt nicht böse gemeint oder so, aber Radlerhosen können echt nicht viele Frauen anziehen. Zumindest nicht auf der Straße, sagen wir mal, wenn die jetzt shoppen gehen oder so, weil die sehen halt teilweise echt böse aus und du siehst halt wirklich jede Delle am Körper. Aber für eine nice Rundung ist es ganz schön. Ich blende euch mal ein Foto ein. Ja, und so eine halt von Off-White. War dann auch leider ausverkauft. Kein Plan warum, aber dann sind es halt diese Off-White. Muss sagen, ich finde die Ohrringe echt cool. Ja gut, man muss jetzt, kann jetzt sagen, was man möchte. Es ist halt Off-White, Off-White ist teuer, Off-White ist eine Marke. Wer sie nicht kennt, wird es wahrscheinlich auch nicht sehen auf der Straße. Ich persönlich bin ja großer Off-White-Fan. Ich finde die Ohrringe geil. Ich würde sie, glaube ich, muss mal nachher nachgucken. Ohrringe hier dann geworden. Sehr, sehr nice. Ich freue mich, die an ihr zu sehen. Dann müsste aber jetzt das Hemd kommen. Auch nicht. Okay, dann ist es in einem anderen Paket. Ah, genau, das hier war das Burberry-T-Shirt. Alter, das ist geisteskrank. Hier ist vorne so ein richtig dicker, also ihr seht das schon, das ist nicht so leicht zu krümmen, das ist ein richtig dicker Glossy Print drauf von so einer Engelstatue. Ist jetzt ja, besser wird es wahrscheinlich nicht. Geiler Print, muss ich sagen. Momentan sieht man viel von solchen Statue-Prints. Ich muss sagen, ich persönlich bin ja aktuell auch gerade dabei, mir von Brands Sachen zu bestellen, die nicht alt, also nicht so präsent sind, sondern eher von Instagram. Einfach mal, um es auszutesten. Ich glaube, dass ich mir auch von einem anderen Brand noch so ein ähnliches T-Shirt bestellen werde. Ich bin gespannt, wie das dann aussieht. Gut, Burberry. Muss man nicht viel dazu sagen. Es ist teuer, aber qualitätsmäßig auch sehr, sehr, sehr krass mit dabei. Und ich habe das T-Shirt tatsächlich auch im KDW gesehen. Ich weiß auch, was es kostet. Und ja, ist böse. Kein fettes Burberry Branding irgendwo drauf, es ist einfach nur das da drauf. Ach doch, hier unten steht Burberry, hab ich gar nicht gesehen beim Bestellen. Sehr, sehr krass. Das T-Shirt ist leider relativ dünn, fällt mir gerade auf, aber der Print ist sehr dick. So sieht das von hinten aus, also die Statue nochmal von hinten. Sehr, sehr krass. Ich hoffe, dieses T-Shirt passt mir, das wäre übel nice, weil das sieht schon... Das muss ich sagen, finde ich ganz... Das sieht man echt sehr, sehr selten, dass ein Print vorne, also von der Frontansicht drauf ist, und auf dem Rücken mit der Rückansicht des Prints, muss ich sagen, enjoy ich, finde ich sehr, sehr geil. Und ich muss ja sagen, ich finde es gut, dass sie nicht größer gemacht haben. Also es gibt ja so T-Shirts, da kann man das größer drauf machen, da sieht das echt cool aus. Hier muss ich sagen, schlicht clean gehalten, sehr, sehr geiles Shirt. Absolut top. Sieht schon sehr, sehr krass aus. Ja. So, das war das nächste Piece. Ich wusste nämlich nicht, ich habe es jetzt einfach mal... glaube ich, ein S bestellt oder so, hätte ich, glaube ich, doch mal lieber M nehmen sollen. Das ist der Nachteil. Steht halt nicht bei allen Sachen, welche Größe das Modell trägt. So, kommen wir dann zum, glaube ich, doch letzten Paket. Und zwar haben wir hier ein Hemd von Casablanca aus Seide. Ihr wisst, ich feiere Casablanca sehr. Ich hatte mir eigentlich was anderes bei Casablanca bestellt. Leider hat mir das dann jemand vor meiner Nase weggekauft, als ich es im Warenkorb hatte im Stream. Wie das so häufig ist, ich glaube, ich muss Shopping-Streams mit Delay machen, damit die, damit es mir nicht weggekauft wird. Stattdessen habe ich mir dann einfach gedacht, ey, wenn Farfetch dann gönnt, dann kann man sich auch mal was Experimentelles bestellen. Das ist auf gar keinen Fall was für den Alltag. Es ist aber, denke ich, was für krasse Anlässe oder mal für, wenn man im Sommer abends schick weggeht. Ich kann auch also wirklich 100% verstehen, wenn das nicht jeder feiert. Aber okay. Krasser Colorway, ohne Scheiß.
Mein persönlicher Fall wäre es jetzt nicht einfach, aber auch weil ich nicht der Typ bin, der sowas tragen kann. Bei Justin, ich weiß nicht, es ist schwer zu sagen. Ich weiß jetzt auch nicht, was man für ein Typ Mensch sein muss, um sowas anzuziehen. Also ich denke eher so südländischer Typ, so weiß nicht, leichter brauner Hautton, lockige Haare, das würde so eher so passen. So, aber nee, also ich glaube bei Justin, ich glaube, dass er zu blass aussehen wird damit, weil sein Hautton wahrscheinlich relativ nah an das Rosé rankommt, was da auf dem T-Shirt ist. Deswegen, gut, aber über Geschmack lässt sich streiten. Vielleicht zeigt er noch ein Instagram-Bild. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn man das mal angezogen sieht, weil das würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich finde so Seidenhemden eigentlich sehr nice und ich weiß nicht, ob es mir steht und deswegen habe ich gedacht, nutze ich so einen Anlass einfach mal, um mir sowas zu bestellen. Das hätte ich sonst nicht gemacht, weil es auch sehr teuer ist. Aber ich denke so, man könnte damit was Cooles machen, ein cooles Outfit zaubern, sag ich jetzt mal. Das ist das Hemd, ist von Casablanca. Ich zeige es euch auch noch von hinten. Jetzt mittlerweile auf jeden Fall der Casablanca Down geworden. Und ja, das ist das Teil. So, kommen wir dann zu guter Letzt zum krönenden Abschluss, auch zu einem Paket wieder, was ich bei Farfetch bestellt habe. Ihr seht schon eine Gucci-Tüte. Da ist ja noch ein Paket. Ah, Gucci Mucci. Die legen wir mal hier hin. Gucci-Briefumschlag. Was kann man sich denn da krasses von Gucci bestellt haben? Es ist tatsächlich etwas, was ich mir so nie bestellt hätte, aber durch diese Kooperation kann man sich sowas dann auch mal gönnen. Es ist ja ein paar Socken. Er macht den Montana Black. Ja, so viel Trara für ein paar Socken. Wir haben hier ganz normale weiße Tennissocken. Ich werde mal testen, ob die ihr Geld wert sind. Ich bin sehr gespannt. Man muss dazu aber sagen, dass die Socken zwischen 80 und 200 € kosten. Es kommt auf die Socken drauf an. Ob es der Aufwand jetzt der Verpackung wert ist, lässt sich drüber streiten. Ob man Socken für 200 € braucht oder für 80 € braucht, lässt sich auch drüber streiten. Ich denke mal, wenn man einen gewissen Kleidungsstil hat und eine gewisse Markenpräsenz trägt und auch in Kombination trägt von verschiedenen Styles, dann braucht man diese Socken. Klar, ist nicht für jedermann gedacht, weiß ich auch, sagen mir auch immer viele, aber ja, man geht arbeiten für sein Geld. Ich habe mir das Size M gekauft für Größe 42,5, die ich habe. Ich denke, das sollte eigentlich hinhauen. Und ja, mein erstes Paar Gucci-Socken. Jetzt weiß ich endlich, wie es sich anfühlt. Wahrscheinlich nicht anders als von A&M. So, das war das letzte Farfetch-Teil. Ihr wisst Bescheid, was zu tun ist, falls jemand was nachkaufen möchte. Die Links sind in der Videobeschreibung. Und der Code auch. Dankeschön auf jeden Fall an Farfetch, dass ihr das ermöglicht habt, weil es ist halt für mich nicht selbstverständlich. Klar bin ich so jetzt der größte Fashion-YouTuber in Deutschland, aber es ist halt nicht selbstverständlich, dass so riesige Firmen wie... Sei ihm auch gegönnt. Ich würde trotzdem gerne wissen, was in dem anderen Paket drin ist. Ich hoffe, er macht das noch auf. Wobei ich jetzt aber sagen muss, also für 2000 €, was hat er jetzt gehabt? Er hat ein T-Shirt gehabt von Misbehave, eine Hose, gut, eine Heron Preston Hose, ein Burberry Hemd, Gucci Socken, Off-White Ohrringe für seine Freundin, und das Casablanca Hemd. Also ich denke mal, dass das Casablanca Hemd und und das Burberry Tee bestimmt schon an die 800-900 gekostet haben. Also Casablanca ist jetzt nicht gerade unbedingt eine billige Marke. Ich glaube, da kostet die T-Shirt auch so 250 bis 400 €, je nachdem. Wenn es aus Seide ist, denke ich mal 500 600 € bestimmt. Das Burberry Tee liegt, glaube ich, bei 400, 450 €. Ja, dann kann das schon hinkommen. Krass. Farfetch auf einen zukommen und einem Kooperation anbieten. Das freut mich einfach so unnormal. Und im Stream haben sich auch alle für mich gefreut. Auch nochmal danke an jeden, der dabei war. Ja, Und mega. ja, wir haben hier noch zwei Pakete, die nicht von Farfetch sind. Die packe ich natürlich auch noch aus. Und zwar habe ich hier einen Style-Check von Lucianos Track Mason gemacht, wo es um die Marke Magella geht. Da hat mir der liebe Herbert von High Sobriety geschrieben, dass er das Video gesehen hat und gemeint hat, dass es ja gar nicht geht, dass ich gar nichts von deren Magella-Kollabo habe. Und er hat mir dann kurzerhand was zugeschickt. Deswegen haben wir jetzt hier einen Magella X High Snobiety Sweater. Der sieht aber wirklich sehr riesig aus. ja, hier steht heiß für. Geiles Teil. Also ich glaube, ich muss da gleich nochmal auf die Seite gucken. Ohne Scheiß, das sieht echt mega aus. Heiß Snobiety. Hier ist so ein Riss, so ein Papierriss. Sehr nice.
Und ja, ich werde ihn mal anprobieren und hoffen, dass er mir passt. Und als zweites gibt es da von denen auch noch eine Bodybag mit der Magella-Bestickung. Sehr, sehr nice. Vielen Dank auf jeden Fall an das Heiß- und Biety-Team. Bodybag muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Also ich bin ja großer Bodybag-Fan, aber ich mag diese, also die ist sehr, sehr schmal. Die ist nicht breiter als so vorne und sehr lang gezogen. Enjoy ich nicht so ganz. Ich mag die eher, wenn die ein bisschen größer sind vorne auf der Brust, aber dafür relativ flach. Gut, muss man mögen. An sich, das gestickte vorne mit dem Marcella finde ich echt cool. Der Pulli, der hat es mir angetan. Das Zusenden der Magella Colabo. Sehr nice, HS 11. Sehr, sehr krass. Danke sehr. Und zu guter Letzt habe ich mir dann wieder bei MPB Vogue ein T-Shirt bestellt von Balenciaga. So sieht das aus. Bonjour Balenciaga, ganz klein, vorne drauf, sehr schlicht. Ist einfach ein T-Shirt, was ich sehr nice fand vom... Finde ich sehr geil. Das Einzige, was mich immer ein bisschen stört, ist dieses, wenn das so... Also ich persönlich finde es besser, wenn das ein etwas größerer Print ist. Also wenn es so ein Print ist, einen etwas größeren Print auf dem Rücken, weil es sieht halt sehr gedrungen aus an sich. Der Colorway und die Farben, muss ich sagen, sehr, sehr geil abgestimmt. Ich enjoye ja so eine krassen Farben. Leider, meine Größe ist das teilweise etwas schwierig zu finden, aber sehr, sehr geiles Tee. Ich hätte es mit dem schlichten Balenciaga Print vorne besser gefunden, statt dem großen, eben im kleinen auf der Brust. Und das ein bisschen größer würde, glaube ich, sogar besser aussehen. Vom Print her mal was anderes. Und das hat denselben Schnitt wie diese Balenciaga Bio Logo T-Shirts. Und deswegen habe ich gedacht, bestelle ich mir das einfach auch, weil mir der Fit so gut gefallen hat. So sieht das T-Shirt, wie gesagt, vorne aus sehr clean. Einfach ein nice Basic T-Shirt so für den Sommer. Mit klar, 400 Euro Basic T-Shirt. Nicht ganz so auffälligen Print vorne drauf und hinten dann halt einen nice Backprint. Naja. Ja, das war's von diesem Video, Leute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir sehr gerne ein Like da. Und dann sehen wir uns heute Abend wieder auf Twitch um 18 Uhr. Und ansonsten morgen auf Justin Light um 16.15 Uhr. Like ist da. Ja, Freunde, das war mein Reaction-Video auf das 2000 Euro Fashion-Opening von Justin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich muss sagen, ich fand das Video sehr geil. Ich fand jetzt nicht alle Sachen cool. Die Ohrringe waren geil. Die Heron Preston-Hose fand ich auch sehr nice. Das Balenciaga-Shirt, gut, kann man sich drüber streiten. Eigentlich nicht schlecht. Das Burberry-Tee auf jeden Fall sehr geil. Und der Pullover von Magella mega. Also ich werde da gleich mal nachgucken und schauen, ob es den noch in meiner Größe gibt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich bin raus. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Schreibt gerne in die Kommentare, was ich hätte besser machen können. Oder was ihr euch gerne wünschen würdet. Auch auf was ich reacten soll das nächste Mal. Und ja, ich würde sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein. Ciao, ciao. Ja, kurze Sache noch, ist mir gerade aufgefallen, mega Fail. Ich habe mit dem Account hier tatsächlich, das ist ja mein neuer YouTube-Account, der ist auch noch nicht lange bestehend, Justin tatsächlich noch nicht abonniert, das werden wir jetzt gleich mal nachholen. Hau noch ein Like mit drauf. Wie gesagt, mit meinem Hauptaccount folge ich ihm schon, Gott, weiß ich nicht wie lange. Ja, ist mir gerade beim Schneiden des Videos aufgefallen. Mein Fail. Jetzt bin ich raus.